Und dann zack und zuck und dann reicht es auch bis dahin. So, und jetzt könnten wir eigentlich von hier aus quasi ja, immer ein Fließband nach dahin schon mal. Zack. Weil so müssen wir jetzt nicht, wie wir es unten hatten, mit den grünen Tränken. Haha, ich habe mich ein bisschen weiter gedacht diesmal. Hingehen und quasi diese komische Schlangenlinientechnik da machen, damit wir dann unter den Bändern durchkommen. Ne? Sondern jetzt können wir wirklich ein Band hinsetzen, geradeaus durch und boom, sind wir auch drüben. Ne? Also das war auch wirklich hier. Und da muss natürlich jetzt ein blöder Baum sein. Kannst du den mal fällen? Wäre nett. So. Das war hier auch wirklich durchkommen, ratzfatz und dann, ja, bitte alles ziemlich auf die gleiche Höhe. Ich werde da jetzt erstmal so ein bisschen Platz noch lassen, falls wir irgendwie doch mal wieder irgendwas, keine Ahnung, brauchen. Seht ihr aber auch schon, dass ich da so auf gleicher Höhe irgendwie immer so eins Platz lasse, falls ich mal hier doch mit dem Fließband nochmal runter, hoch oder sonst wie muss, dass ich da auch ein bisschen Platz wieder habe, ne? Und ich werde auch bei dem letzten hier quasi das so bauen, weil falls ich jetzt hier die roten Teile für irgendwas wieder brauche oder sonst was, dann kann ich es einfach weiterführen. Ne? Und muss da jetzt nicht hier irgendwie großartig ja, mir was überlegen. So, jetzt machen wir hier erstmal nach unten. Ja, und jetzt stellt er sich aus Band und sehr schön. So, jetzt brauchen wir wieder dieses nach unten einmal hin. Sodele, dass alle blauen Tränke hier erstmal ankommen. Hier könnte man allerdings nach oben gehen. Zum Beispiel, ja, vielleicht, ja, da ist jetzt der Pfosten, genau, das ist blöde. Und jetzt könnten wir mal so langsam in Richtung dahin, wo wir hinwollen. Hier ist erstmal ein Baum im Weg. So, und das sind die ersten zwei Tränkchen. Jetzt wollen wir allerdings auf die Seite hier rüber, ne? Das ist dann ein bisschen, ja, naja, nicht toll. Aber wir brauchen wieder unterirdische Bänder. So, nee, Quatsch, falsche Taste. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie durchkommen. Entweder von hier aus, da ist die Firma im Weg, also die Fabrik. Wir müssen nämlich einmal rein und raus wieder. Also ich würde sagen, hier vielleicht lang. Lassen wir auch da ein bisschen Platz. Dann müssten wir den Strom hier umbauen. Das kriegen wir, denke ich mal, hin. Ne, so rum. Und dann hier wieder rein und da hinten möglichst wieder raus. Ja, wunderbar. So, weil da kommen ja die grünen und die roten und sonstigen Tränke hier nachher alle raus. Das war jetzt quasi noch mit den blauen Tränken dazukommen. Und ja, hier eine Zufuhr dann quasi erschaffen. Mit den wunderschönen blauen Tränkchen. Obwohl, eigentlich könnte ich hier unter dem Pfosten auch nochmal durch, ne? So, zip. Und warum habe ich jetzt nur einen davon? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Egal. Zap. Ja, so ging es auch. Und schwupp sind die blauen Tränke da hinten rausgekommen. Ha. So, jetzt müssen wir allerdings gucken, wie führen wir diese ein. Oha. Weil die roten und grünen Tränke, die gehen ja von unten nach oben quasi. Also hier runter und dann gehen die ja in der S-Linie so hoch. Düdelü und so weiter. Da würde ich jetzt gerne mal so ein bisschen noch hingehen und, ach Gott, wir können ja noch ein paar Labore bauen, dass ich jetzt erstmal so, ja, immer so eine Reihe anfange quasi von Laboren. Ich weiß gar nicht, wie viel man braucht, aber das war hier so ein bisschen quasi prophylaktisch, ne? Das Ganze so ein bisschen anfangen aufzubauen. Dass dann auch wirklich überall alle Tränke dann auch vertreten sind, ne? So wie es hier unten auch schon gebaut ist. Ich könnte es jetzt hier natürlich einfach hier unten anschließen und dann ist gut. Aber dann, ja,
warum soll man nicht mehr für Labore nehmen, ne? Jetzt sind zwar schon eine Menge Labore, aber ich denke mal, wir werden noch eine Menge erforschen müssen und werden. Und von daher, es kann ja nicht schaden, mehr Labore zu haben, denke ich mal. So. Tralalalala. Jetzt müssen wir natürlich kurz auf die Labore warten, bis hier mal welche fertig sind. Okay. Dann kann er nämlich auch alle verbraucht, ne? Oh, ich bin auch Verbraucher hier. Achso, Stahl wollte ich noch besorgen, ne? Könnte ich ja hier unten einmal kurz abtauchen. Hier in die Stahlfabrik. Tral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 a. Ja, da kommt schon wieder Plastik. So, egal. Meine andere. Och, ich kann noch 20 davon. Ja, von denen kann man auch nicht genügend haben oder zu viel. Ne? Übrigens, hier sieht man auch, hier ist ein Stack nicht irgendwie 64 oder so. Das ist je nach Item irgendwie so ganz komisch. Ne? Mal sind es 100, mal sind es 200 wie bei den Batterien oder. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Warum sie es nicht einheitlich gemacht haben. Aber so ist es nun mal. So, und hier packen wir Platten raus bis zum Umfallen. Das ist schön. Ja. Aber die verbrauchen sie auch hier extremst schnell, muss ich mal sagen. Ne? Kommt ja total wenig an quasi. Aber hier kommt schon wieder Nachschub von unten. Das ist gut. Ja. Ist nur die Frage, wie viel davon durchkommt wieder, ne? Und nicht zu Stahl verarbeitet wird. Aber egal. Darum wollen wir uns jetzt nicht unbedingt kümmern, sondern dass wir wirklich hier mal wieder forschen können. So, dann wäre das nämlich dahin. Dann, ja, das kommt da mit bei. Brauchen wir. Ach Gottchen, jetzt hat er die ganzen Fließbänder geklaut, wa? Nee. Na gut, dann. Klaue ich oben Fließbänder. Wenn er sie mir klaut, klaue ich sie ihm und irgendwann ist alles geklaut. Ne? Ja. Dann singen wir wie die Prinzen. Ist alles nur geklaut. Ejo, ejo. Ja, ja. Ja, einige werden die so wohl auch nicht mehr kennen. Ich weiß, ich bin halt so ein 90er Jahre Kind. Tut mir auch leid, aber bin halt schon ein bisschen älter. So. Ja. Aber ich weiß, ihr werdet auch nicht jünger. Mhm. Also ihr werdet dann wahrscheinlich aus irgendwann 2000 XY die Lieder trällern und die dann wohl keine Sau mehr kennt. Weil das schon sowas von ferner liefen ist. Ja, ja. Es gibt ja jetzt schon so 90er-Partys und so, ne? Wo früher hier 60er... 70er, 80er waren, ne? Zu unseren Zeiten, wo wir jung waren, gab es ja noch 70er, 80er Partys für ältere Herrschaften, so ungefähr. Ja, ja. Und jetzt sind wir schon die Zielgruppe davon. Es ist traurig. Aber so funktioniert die Welt, ne? Ja. Aber das ist ja auch immer so ein Trugschluss, so nach dem Motto, früher war alles besser. Nee, nicht unbedingt. Und genauso wie es auch immer so ist, nach dem Motto, ja, wir werden über unsere Kinder auch irgendwann meckern oder so. Oder die nächste Generation, wie die Generation vor uns über uns gemeckert hat. Was wir nicht als für einen Quatsch anstellen. Wobei, naja, ich muss wirklich sagen, also wenn man sich das heutzutage anguckt, was nicht alles auf dieser Welt passiert, da kann man noch Hände über den Kopf zusammenschlagen und wegrennen. Also jetzt nicht nur, was hier in Deutschland so passiert, obwohl es kommt ja mittlerweile auch in Deutschland rein. Aber ja, wir haben ja jetzt alle Grenzen offen und hey, ja, ihr seid alle willkommen und rein hier. Habe ich ja nichts gegen in dem Sinne. Aber, ja, dies Unkontrollierte, ja, dass da mal eben 1,5 Millionen Leute reinmarschieren
wovon vielleicht 500.000 registriert sind. Wenn wir es mal so rumsehen. Ich glaube nicht, dass die da wirklich hinterherkommen. Vor allem, wenn man dann auch hört, hier diejenigen, die abgewiesen wurden, die kriegen einen Flieger hingestellt, aber keiner geht hin, um nach Hause zu fliegen. Nein, würde ich auch nie machen. Bin noch nicht deppert. Also die bleiben natürlich hier schön im Lande und sie kriegen es bezahlt. Weil sie kriegen ganz normal ALG2 und alles und so lange, bis sie irgendwann mal doch rauskommen. Na gut, jetzt sind sie natürlich ein bisschen, sie lernen ja aus Fehlern, Gott sei es gedankt. Aber man will nicht wissen, wie viel hier schon reingeflutscht ist, unregistriert und tralala und was demnächst auf unseren Straßen hier tobt, was man eigentlich aus ferneren Ländern kennt. Ne? Also ist ja auch wieder mit Juden und Dings da hinten ist ja auch schon wieder total Krawalle und wow. Und immer geht es um diese blöden Religionen, muss ich mal sagen, ja. So heiliger Krieg und bla und Keks und ach nee. Gut, habe ich mich auch bei Minecraft mal ausgelassen, ich glaube so allerletzte Folgen, die ich noch gemacht hatte. Unser Cube Valley oder so was hieß das. Und also meines Wissens und alles soll immer eigentlich die Religion im Hauptaspekt sein, dass man wirklich friedlich miteinander lebt und